kleinen Vorstellung von unserem Server. Ich stehe hier gerade weit oberhalb unseres Spawn Points. Ich habe wunderbare Shader aktiviert. Das sieht wunderbar aus. Es scheint wohl mitten in der Nacht zu sein und es schüttet oder was weiß ich. Ich kann es nicht sagen. Wahrscheinlich ist es extrem neblig. Auf jeden Fall, es sieht einfach nur himmlisch aus. Deswegen dachte ich, ich starte die Aufnahme jetzt einfach. Das hier unten ist der eigentliche Spawn Point. Und er leuchtet natürlich wunderbar. Unsere Serverregeln sind eigentlich ziemlich einfach. Kein Griefing, kein Mobbing. Und vor dem Bau wirklich riesig große Sachen. Wie zum Beispiel ein Giga-Gefängnis oder eine Riesenburg. Vielleicht doch eher mal den Admin fragen. Und für unsere Operators, es gibt eigentlich nur zwei, aber immer wieder gut in Erinnerung zu rufen, ne? Für mich und so, ne? Kein Kill.at und kein TP.at, weil ich sonst sämtliche Schaltungen in der Umgebung einfach vernichte, die ich selbst gebaut habe. Und ich würde mir dann sowas von in den Hintern beißen. Und dann dachte ich mir, es ist vielleicht besser, wenn ich mich einfach dran erinnere. Wir haben verschiedene Tempel, so wie diesen hier. Das ist ein Feuertempel. Da drin kriegt man später Rüstung, die entsprechende Effekte hat. Zum Beispiel, dass man in Feuer schwimmen kann. Ach Quatsch, in Lava. Und solche Geschichten, das ist jetzt natürlich noch nicht so direkt umgesetzt. Beziehungsweise die Rüstung, die man momentan bekommt, ist völlig overpowered. Und das passt natürlich nicht. Und deswegen muss ich das auch noch verändern. Die Tempel sollen aufeinander abgestimmt sein. Wir werden Feuer, Wasser, Luft und da hinten ist Erde als Tempel haben. Man sieht hier, es ist wirklich ein wunderschönes Wetter. Es ist genau der richtige Zeitpunkt. Wir haben hier einen Tempel, der nicht wirklich ein Tempel ist, sondern eher so eine mystische Geheimniskrämerei. Ich sehe schon, die Skripte laufen nicht richtig. Ja, Kommandoblöcke sind manchmal doch sehr nervig. Sie wollen manchmal nicht das, was man will. Das ist echt hübsch. Muss man wirklich sagen, sieht klasse aus. Das hier verschwindet noch, das ist ja nur Prototyping. Ne? Mal gucken, ob ich das Jump'n'Run hinkriege. Ah ja, man sieht ganz leicht die nächsten Blöcke. Ja, oder man fliegt einfach und ja, stürzt ab. Das ist auch eine Möglichkeit. Also das Jump und Run. Und wenn ich jetzt hier endlich vorwärts kommen würde, wäre es auch gigantisch. Na gut, also das Jump and Run. Wo ist denn unser Effekt? Das ist Aufheben. Das ist Jump Boost und das ist Blindness. Damit man es mal sieht. Und damit ich vielleicht es schaffe, was ist ja nicht für mich. Man sieht hier, dass da wunderschöne Blöcke entstehen. Auf die kann man dann springen. Ja, ich fliege jetzt mal so die Reihe entlang einfach. Ja, man sollte sich nicht verarschen lassen. Und das Jump'n'Run ist an sich ganz nett. Es ist halt relativ schwer dadurch, dass man Blindness-Effekt hat. Soll es ja auch für extra sein, nicht wahr? So, dann wäre das hier zurückgesetzt und die Kommandoklötze wandern natürlich noch schön unter den Boden. Wir haben ein wunderschönes Wetter. Wirklich fantastisch. Das sieht so gigantisch echt aus. Dass Minecraft so schön aussehen kann.
Es ist so wunderschön. Irgendwie ist es einfach wunderschön. Das hat echt was. Und meine FPS-Rate ist völlig vernünftig. Ja, das so viel sind. Das ist, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie der Shader heißt. Moment. Zeus, Version 10.1 Standard. Warum auch immer Standard. Ich glaube, weil bei den anderen irgendwelche Effekte mit dabei waren, die mir nicht so ganz gefallen haben. Ich habe sie alle mal durchprobiert und es gibt Effekte, die sind schön und es gibt Effekte, die sind eben nicht so schön. Ah, das ist wirklich hübsch. Der Wassertempel. Da muss man herausfinden, wie man das Ganze macht. Und es gibt so den ein oder anderen kleinen Hinweis, der nicht wirklich vielsagend ist. Und daher kann ich ihn einfach mal zeigen. Opfergaben waren weit verbreitet bei. Und dann Schnitteldidung. Ja, die Opfergaben sind wirklich weit verbreitet. Zumindest in diesem Tempel muss man ziemlich viel opfern. Insbesondere auch sein Leben. Aber da kriegt man dann am Ende auch was für. Was habe ich mir noch nicht ausgedacht? Das kommt noch. Wahrscheinlich irgendwie unter Wasser atmen, unter Wasser schnell abbauen können, unter Wasser schnell vorwärts bewegen können, sowas in dieser Art und Weise. Und da ich jetzt anderweitig gar nicht in den Tempel reinkomme, gehe ich jetzt mal auf diese Art und Weise hier rein, indem ich jetzt einfach cheate. Frecherweise. So. Man kriegt dann erstmal, dein Inventar wird gelöscht, deswegen legt man seine Sachen hier rein. Und eigentlich sollten hier Monster sein. Und eigentlich sind sie nicht da. Also machen wir den Spaß nochmal. Das wollen wir uns hier angucken. Ja, jetzt sind sie da. Jungs, warum wart ihr eben nicht da? Seid ihr böse auf mich? Seid ihr böse auf mich? Seid ihr böse auf mich? Auf jeden Fall, wenn man hier so wunderschön ist, sieht wirklich cool aus. Naja, wenn man hier so reinkommt, die greifen einen nicht wirklich an, können sie gern. Man kriegt dann das erste Crafting-Rezept und ich fand das so wunderbar, dass ich es gelassen habe. Ich habe das hier effektiv per Hand geschrieben. Bis ich dann andere Möglichkeiten entdeckt habe, das auch zu machen. Aber ja, ich wollte nur einen Kommandoklotz verwenden. Also habe ich das gemacht. Wir haben, noch ist es ja in Development. Ja, noch ist er nicht zugänglich. Dieser Tempel besteht daraus, dass man Crafting-Rezepte auslegen muss, wie man gesagt bekommt. Dann öffnet sich die entsprechende Tür. Normalerweise ist das übrigens zu. Aber das ist jetzt offen halt einfach, weil es noch... ist doch völlig egal. Gut, also man legt ein Crafting-Rezept auf. Dann öffnet sich die dazu korrespondierende Tür. Insgesamt 4 kleine Rätsel. Und dann kommt man in einen großen Raum und darf ein großes Rätsel durchführen. Und ich zeige euch, wie das Ganze so aussieht im Allgemeinen. Ich kann die Items in dem Zustand nicht aufnehmen, aber wenn ich einen Fehler gemacht habe, zum Beispiel, ich schmeiß das hier rein und ups, irgendwie ist das falsch, nicht? So craftet man keinen Pisten, dann kann ich mir die Sachen zurückholen und kann wieder von vorne anfangen. Command Block Magic. Damit die Items nicht davon springen, meinte ich. Weil wenn man normalerweise die Pisten hochfeuert, dann würden die Items sonst wohin fliegen. Da wird ein bisschen nachgeholfen, indem ich einfach kontinuierlich ihr Movement, ihr Velocity einfach auf 0 zurücksetze. So passiert da nichts. Die bleiben an der gleichen Stelle, wo man sie hingeworfen hat. Und dann kann man am Ende seine Lösung einsenden und das dauert und deswegen werden die Buttons auch
eliminiert, sodass man nicht auf Ideen kommt, wie zum Beispiel, ich könnte ja einfach mehrfach draufklicken und mal sehen, was passiert und meine Schaltung da unten zerstören. Deswegen. Ach, das ist doch wunderschön. Wie die so schön glühen von unten. Das ist fantastisch. Das hat wirklich was von einer Feuerpfanne. Und das ist supi. Ja, Test. Das hier unten ist die Technik, die darunter ist. Das hier ist im Endeffekt, also die meisten dieser Kommandoklötze hier sind nur dafür da, reine Effekthascherei, um die Pisten hier hochzufahren. Also jetzt mal einen Block of Redstone. Jetzt setze ich hier hin und dann sieht man. Das ist der eigentliche Grund. Warum das so funktioniert oder warum das so ist. Eher gesagt, nicht warum das funktioniert, sondern warum das so ist. Die Crafting-Rezepte sind absolut einfach und niedlich umgesetzt hier. Ich zeig mal was vielleicht. Ja, der Pisten, genau. Das sieht man, da liegt er drin und auf die Art und Weise funktioniert das. Ach so, das ist nur Beleuchtung. Okay, ich dachte schon. Oder? Ne, das ist wirklich nur Beleuchtung. Ich hatte da schon an alles Mögliche gedacht. Na gut, auf jeden Fall. Man kommt in diese kleinen Räume rein. Und hier werden sich dann Rätsel befinden. Und hier bekommt man dann am Ende seine Crafting-Zutaten, die man braucht, um zu craften. Aber nichtsdestotrotz, viel weiter sind wir bisher noch nicht gekommen, leider. Gut, jetzt möchte ich zurück zum Spawn. Da kommt unser Buch. Sehr gelegen. Da ich momentan ziemlich alleine auf dem Server bin, kann ich den Teleporter nur relativ schlecht zeigen. Man kann sich teleportieren, indem man das aufruft, dann zu dem Spieler. Der Spieler kriegt dann entsprechend das angezeigt, dass man offensichtlich ich mich selbst zu mir selbst teleportieren möchte. Und man kann das dann akzeptieren oder ablehnen. Nun, wenn man es akzeptiert, dann wird man zu dem entsprechenden Player hin teleportiert. Oder eher gesagt, der Player, der die Quest geschickt hat, der wird zu dem Player hin teleportiert, der akzeptiert hat. Damit niemand sich einfach so teleportieren kann. Außerdem wird der teleportierte Player immer hinter den Spieler, der zugestimmt hat, teleportiert, damit es nicht so stört. Wir kennen das ja sicherlich alle, wenn sich jemand in einen rein teleportiert, dann kann einem das ganz gewaltig auf den Keks gehen. Und ich bewundere einfach die Shader. Ich bewundere das. Weil das sieht so fantastisch aus. Ein Sonnenuntergang. Wunderbar herrlich. Wunderbar. Ja, man sieht im Hintergrund, es ist ein bisschen so nach dem Motto, ich lade oder ich lade auch nicht. Mal sehen, was ich tue. Hier oben wird der Lufttempel sein. Dieses wunderbare Jump'n'Run führt dorthin. Und ich kann mich teleportieren. Und wenn ich das geschafft habe, dann merke ich, dass ich einfach nur ziemlich oben gelandet bin. Und hier nichts ist. Gar nichts. Und dann kann ich einfach nur wieder runterspringen aktuell, weil mehr werde ich nicht schaffen. Aber
wie schon gesagt, das wird alles noch, das ist ja auch nur ganz am Anfang und irgendwie sieht die Welt richtig genial aus, wenn es dunkel wird. Das ist so schön dunkel. Das macht schon echt was her. Das muss man schon wirklich sagen. Ich zeig mal unseren Technikraum. Das ist vielleicht auch interessant. Unser Technikraum. Ich teleportiere mich jedes Mal in die Säule rein. Oder ich sollte meine Koordinaten etwas ändern. Na gut. Unser Technikraum. Angefangen hat alles mit dieser kleinen Schaltung hier. Die einfach nur dafür da ist, um die XP-Punkte, die man gesammelt hat, ins Scoreboard zu übertragen. Ab 30 XP. Nicht vorher, sondern erst nach 30 XP bekommt man das Ganze ins Scoreboard übertragen. Jedes weitere XP, was man einsammelt. Dass dieser Riesenabstand zwischen den einzelnen Blöcken ist, scheint daran zu liegen, dass aus irgendeinem unerfindlichen Grund die Redstone-Updates mit Abstand besser funktionieren oder in der richtigen Reihenfolge kommen. Wobei, ich hab's ausprobiert. Ich meine, man kann ja ganz billig mit Say 1 bis XYZ ausprobieren, in welcher Reihenfolge die aktiviert werden, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Und die laufen schon alle in der richtigen Reihenfolge. Ist merkwürdig. Auf jeden Fall, wir haben hier Spawn Protection, damit man automatisch dorthin teleportiert wird. Weil man spawnt rein theoretisch gesehen tatsächlich in diesem Raum hier, wenn man auf den Server kommt. Ist natürlich sehr sinnvoll, weil hier hat niemand was verloren. Also werden alle, die nicht ich sind, automatisch an unseren Spawnpoint teleportiert. Und dann wird zum Beispiel auch verhindert, dass man TNT hier hochjagen kann. Das funktioniert einfach nicht. Und es ist praktisch, um sich schnell vorwärts zu teleportieren, weil man immer zum nächsten explodierenden TNT hin teleportiert wird. Das war eigentlich nur eine Einrichtung, um herauszufinden, wo die ganze Zeit TNT hochgeht. Weil irgendwie hatte ich das Gefühl, auf dem Server explodiert irgendwo was dauernd. Es kann auch sein, dass ich mich da einfach nur getäuscht hatte. Auf jeden Fall ist das gigantisch. Um sich schnell vorwärts zu bewegen, ist zwar, oh ja, ressourcentechnisch ist es doch okay. Gut, weiter geht's im Text. Das hier ist zum Beispiel der Teleporter. Der Teleporter, der wirklich hier anfängt, hier rumgeht, da und wieder hier. Und anfangen tut das Ganze hier. In dem Falle prüfe ich, ob jemand genügend Geld hat und ob er nun mal eben im Buch auf, ob ein Buch geklickt hat hier. Wenn er das hat, dann kriegt er, ja, genau, dann kriegt er das Buch angezeigt. Nein, dann kriegt er ein wunderbar riesengroßes Ding angezeigt. Tyraw-Befehl. Wunderschön, nicht wahr? Und dann wird das Ganze in die Warteposition versetzt. Und zwar insgesamt 45 Sekunden. Darf man darauf reagieren? Er kann sich einen Spieler auswählen. Wenn er das getan hat, bekommt der Spieler, den er ausgewählt hat, einen Request gesendet. Und wenn der Spieler dann zustimmt, dann wird teleportiert. Und ansonsten wird alles zurückgesetzt. Wie auch hier. Ich meine, die drei und die drei sind absolut identisch. Aber ich wollte jetzt nicht ewig viel Redstone dahinlegen, um das dann auch nochmal auszulösen. Außerdem hätte ich dafür sorgen müssen, dass das hier immer zurückgesetzt wird. Das war mir jetzt auch nicht so wichtig. Weil es wird erst dann zurückgesetzt, wenn ich hier effektiv... Okay. Es hätte sich von alleine zurückgesetzt. Gut. Das hier, die sind eigentlich nur dafür da, um
um den Chat zu leeren, ihn voll zu spammen mit Leerzeichen. Eine andere Methode weiß ich nicht, wie man es sonst machen soll, den Chat einigermaßen sauber zu kriegen, damit halt das hier, was hier steht, nicht mehr angeklickt werden kann. Es muss irgendwie nach oben rauswandern. Ich weiß, man kann zurückscrollen, das ist mir schon klar, aber es ist vielleicht schon besser, wenn es einfach oben drüber verschwunden ist, dann sieht derjenige, okay, da ist nichts mehr für die Interaktion, ja. Und das ist so vielleicht einfach besser. Dann haben wir hier etwas, vielleicht weiß jemand anderes, ausgenommen ich darüber Bescheid. Ja, supi. Oh, Mann. manchmal passiert es einfach, dass diese Clock sich erhängt, beziehungsweise der Comparator sich erhängt und dann das Signal nur noch bis ungefähr hier hinkommt. Und das ist für alle Anwendungen einfach zu kurz. Aus welchem Grunde auch immer. Es blinkt weiterhin, aber das Signal kommt nur noch bis hier hin und es hat dann hier auch wirklich nur noch die Stärke von 1. Und falls das passiert, habe ich das eingebaut, dass der Chat wunderbar zugespammt wird. Mit Help. Damit ich das mitbekomme, dass dem so ist, beziehungsweise dass die Leute, die auf den Server kommen, mich anschreiben können in Skype und mir sagen können, du hör mal zu, da stimmt was nicht. Powered True. Ja, genau. F3. Weil ich wollte mal zeigen, was passiert, wenn man sich so ein- und ausloggt. Das ist nämlich hier diese winzig kleine Schaltung. Das hier ist im Endeffekt für Login Detection, um herauszufinden, welcher Player sich gerade eingeloggt hat. Das kann man schön langsam laufen lassen. Das muss nicht schnell sein. Und das sieht dann in ungefähr so aus. Willkommen zurück. Und ich denke, das ist ganz angenehm, wenn man so begrüßt wird auf dem Server. Das hier ist übrigens das Buch. Das sind einfach nur Testexemplare des Buchs, die ich noch nicht verwende, wie zum Beispiel das hier, wo ich noch GPS-Position einbaue und es wird etwas teuer, damit man es nicht ununterbrochen machen kann. Weil GPS doch relativ aufwendig ist. Es wird wohl wahrscheinlich da hinten den gesamten Bereich hier irgendwie einnehmen. Die Positionsbestimmung eines Players auf dem Server ist wirklich aufwendig. Aber ich habe schon gesehen, es gibt ein paar Lösungsansätze, die ganz gut sind. Und vielleicht werde ich den ein oder anderen Lösungsansatz mir zur Brust nehmen. Verbessern. Verschlimmbessern. Unser Banksystem. Ich habe jetzt 256 Cash, wie auch immer das zustande gekommen ist. Und unser Banksystem funktioniert darüber, dass ich quasi Flaschen voller XP-Punkte bekomme. Und die haben einen Wert. Und damit man sie nicht klonen kann, im Survival-Modus, ist das mit drin. So kann man sich auch, als ob nicht unbedingt mit Gift, das einfach geben. Das passt nicht in den Text rein, in den Chat-Text. Und dann nur die wenigsten wissen, wie das funktioniert, zumindest auf unserem Server, das sowieso keiner herausfinden wird, ist das ein ziemlich sicheres Verfahren. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und wenn jemand meint, er muss bescheißen, dann bescheißt er eben. Das kann man schlecht verhindern. Außer über einen Plugin und wir haben einen Vanilla-Server und da läuft es mit Plugins nicht so ganz so gut, nicht wahr? Auf jeden Fall, ich hole mir jetzt meine 10 XP zurück. Danke. Moment, die sahen irgendwie doch richtig cool aus, oder? Wow. Ich muss echt sagen, der Shader ist echt genial. Verdammt. Ich sollte mich nicht verschlucken. Das hier ist übrigens irgendwie witzig.
Wenn das hier so zu sehen ist, dann müsste hier irgendwo. Ist aber nicht. Oh. Tja. Wie dem auch sei. Egal. Ich schmeiß das jetzt mal hier hin, weil ich das nämlich nicht mehr brauche. Und das hier brauche ich auch nicht. Das hier brauche ich auch nicht. Das hier auch nicht. Und das hier auch nicht. Und das hier erst recht nicht. Und das können wir auch mal loswerden. Das kriege ich sowieso gleich wieder. Und weil es so schön war, gucken wir uns nochmal den Spawnpoint an. Und der sieht wirklich hübsch aus. Ich meine, gerade mit den Shadern sieht es wirklich alles verdammt schön aus. Gut, wie es dem auch sei. Damit schließe ich die Aufnahme dann einfach mal ab. Und sobald die Tempel weitergebaut sind und fertiger sind, werde ich mich dann wieder melden. Mit einem weiteren Video, wo ich dann zeigen werde, wie die Tempel alle funktionieren und wie sie so zusammenarbeiten und vielleicht auch dann, wie das GPS funktioniert, mal zeigen. Und dann bis zum nächsten Mal.